Hallöchen, liebe Bastelfreunde, und herzlich willkommen zur nächsten Folge für Willys MB Jeep, nämlich heute mit der Ausgabe 70. Mein Name ist Sebastian von der Frau Models und wir werden heute Montage der Unterwanne des Kraftstoffbehälters. Das ist unser Thema heute. Im Endeffekt werden wir aber heute sehr viele Kabel an den richtigen Ort bringen und auch, wenn ich es richtig gerade sehe, auch die Hochzeit heute vollziehen. So, ihr Lieben, wir brauchen auf jeden Fall den Blister mit dem Lautsprecher aus der letzten Folge. Können wir hier schon mal zumindest schon mal den Deckel aufmachen und das Teil mal rausholen, vorsichtig hier. Weil den werden wir wahrscheinlich gleich benötigen. So. Da kann das nämlich schon mal vom Tisch. So, dann haben wir hier weiter jede Menge Schrauben, und zwar LM, PM, DM, SM und IM. Halt, einer kommt noch, GP. Dann 70A, hier kommt später der Lautsprecher rein, wie man es unschwer so in der Form und in den Löchern erkennen kann. Und zwar ist das aber trotz alledem die Unterwanne des Kraftstoffbehälters. Und dann ist hier noch so ein Blister mit einem Draht drin oder was auch immer ist. Ah, das ist der Antennenmast. Okay. Okay, Antennenmast. Und hier ist jetzt noch neuerdings ein Beutel dabei mit kleinen Mütterchen. Was wird das sein? M1 oder M2. So, also schauen wir mal rein, was wir alles machen können. Oder am besten mal der Reihenfolge nach. So, als erstes sollen wir hier diesen Lautsprecher hier einsetzen. Oder wie rum kommt der da rein? Ja, so mit den Kontakten nach oben. So. Sollen wir den jetzt hier so drauflegen? Also einfach nur drauflegen. Und dann brauchen wir hier diese Schrauben GP. Zwei Stück und machen das Ding quasi, also den Lautsprecher mit Hilfe dieser Schraubköpfe hier erstmal fest. Das war die erste Mission. Okay, so, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Nehmen Sie nun das Fahrgestell und machen Sie das einzig freie Kabel ausfindig. Das Anhänger Elektrokabel 36E. Da müssen wir jetzt gerade mal hier unten reingucken. Das einzig freie Kabel 36E. Welches das hier ist. Okay, das ist jetzt wieder eigenartig, weil ein Kabel mit der Nummer 36E habe ich hier gar nicht. Achso, das ist das Kabel, was hier am Dings festhängt. Das hängt ja nie, nicht hier an dem Apparat dran, sondern an dem, ja. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ne? Sagt man immer so schön. Nämlich hier am Fahrgestell ist das Kabel ja dran. Und zwar ist das dieses hier hinten, was hier hinten unter der Anhängerkupplung dranhängt. 36E. Das ist es, ne? Und zwar sollen wir... Stecken Sie den Stecker des Anhänger-Elektrokabels in die Buchse H der Platine. Das machen wir jetzt hier einmal. So, die sind zusammengesteckt.
Und dann soll das Ende dieses Kabels in die Buchse mit der Nummer Buchse C. Das mache ich jetzt gerade mal hier, ohne dass ihr es seht. So, okay. Stecken Sie jetzt den... Achso, das haben wir schon gemacht. Stellen Sie sicher, dass das Kabel ausreichend Spiel besitzt und nicht unter Zug steht. Das passt. So, bevor Sie die Montage fortsetzen, prüfen Sie, ob die Hupe des Jeeps funktioniert. Machen wir. Also einmal Strom drauf geben. Funktioniert. So, wenn jetzt alle Kabel mit der Platine 66A verbunden sind, führen Sie neben den Buchsen C und H zusammen, indem Sie eben die Kabel der Bauteile 69A und 36E gesteckt haben. Ja. Jo. Haben wir. Was mir jetzt ja allerdings gerade ein bisschen unbegreiflich ist, warum dieses Kabel hier unter der Anhängerkupplung festgemacht war. Weil davon ist nämlich hier nichts wieder zu sehen. So, das wird jetzt alles ein bisschen knifflig hier. Nicht, dass ich bloß einen kleinen Tisch habe. Und wir wollen ja hier auch nichts kaputt machen. Deswegen kriege ich es mal so hoch. Jetzt müssen wir das nämlich irgendwie organisiert hier drüber bekommen, ohne dass wir Kabelbrüche verursachen. Vor allem wäre es jetzt cool, wenn man irgendwie mal sieht, wo die Schraublöcher sind. So, okay, jetzt glaube ich, jetzt habe ich sie. So, da kam jetzt eine TM-Schraube rein, genau. Dass ich es wenigstens erstmal unter Halt habe.
So, jetzt seht ihr nämlich, warum das hier so ein Problem ist, die alle unter einen Hut zu bekommen. So, okay, dann haben wir den Kasten erstmal dran. So, jetzt vereinen Sie die zwei großen Baugruppen, die Sie bisher getrennt montiert haben, und zwar das Fahrgestell und die Karosse. Stellen Sie sicher, dass das vorstehende Ende der Lenkwelle, also aus der vorherigen Ausgabe, 68a genau auf den flachen Teil des Lenkgetriebes 17b passt. Wenn Sie die zwei Baugruppen zusammengefügt haben, nachdem Sie das Fahrgestell und Karosse vereint haben, werden Sie feststellen, dass deren Formen perfekt ineinander greifen. Aha, okay. Das werden wir gleich mal testen, ob das ineinander greift. Ich verstehe auch nicht, warum man das hier so lang machen muss. Das Kabel vom Lautsprecher, warum das so unbedingt an dieses eine Kabel 36E da ran musste. Ist mir gerade unbegreiflich, warum man das... Aber wahrscheinlich kommt hier vielleicht nochmal später eine Brücke rein oder was. Lokalisieren Sie die Bohrung für die... Achso, nee, das ist das Gunny. Weil hier ist ja immer noch dieses eine Kabel da dran. Soll man das da wieder lösen? Das wird aber auch nicht mehr erwähnt irgendwie. Merkwürdig. Das ist echt merkwürdig. Naja, das muss erstmal zusammen. Wahrscheinlich war das jetzt einfach nur mal ein Funktionstest, ob es überhaupt geht. Okay, so, also. Kommt jetzt der spannende Augenblick, indem man das nämlich jetzt hier exaktus draufsetzt. So, dieses Teil muss theoretisch hier nachher beim Motorblock hier auf diesen einen Kolben hier oben drauf flutschen. Zuvor müssen wir aber gerade das, was ich das letzte Mal schon gesagt habe, hier unten die Lenkwelle hier mit dem Teil hier am Getriebe übereins bringen. So, übereinander liegen sie schon. Kann man die mit irgendeiner Schraube festmachen? Hier genau. Drehen Sie eine Schraube IM in das Ende der Lenkwelle ein. Okay. Okay, super, das ist fest. Dann müssen wir jetzt nur noch den Rest festbekommen. Genau, so, das haben wir gemacht. Dann brauchen wir jetzt als nächstes die Unterseite von dem ganzen Gefährt.
Zuvor muss ich hier hinten noch die Kabel auseinanderfetzen. So, weil das von den Rückleuchten, das muss ja auch noch hier durch. Okay, so. Das ist natürlich jetzt ein richtiges Rumgepuzzle, weil man jetzt überall die ganzen Kabel unter den Kontaktstellen von den zwei Teilen hier beseitigen muss. Sonst hast du nämlich Kabelquetschungen. Das wollen wir ja nicht, ne? Die eine Schraube, da können wir schon mal eine PM reinmachen, dass es wenigstens schon mal an einer Stelle fixiert ist. Das ist an der einen schon mal fest. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das Auto am besten hinstellen, ohne dass irgendwas abbricht. Was nicht brechen soll. So, dann mache ich jetzt gerade als nächstes nochmal eine PM hier neben dem Kraftstofftank. Das ist da auch gleich fest. So, dann ist es jetzt zumindest schon mal eins. So, wo kommen jetzt hier noch Schrauben rein? Jetzt würden noch mal hier, hier, hier und hier in jeweils diesen Winkeln noch mal PM-Schrauben reinkommen. Jetzt habe ich das Kabel da etwas blöd eingeklemmt. Ah, scheiße.
So, weiter geht's. Ich habe es gerade eben noch gefixt und mit dem Kabel, und zwar habe ich das, den Deckel nochmal abgemacht und das, was man eigentlich verlängern sollte mit dem Kabel, was in zur Anhängerkupplung geht, das habe ich nochmal getauscht. Und zwar habe ich das Anhängerkupplungskabel an die letztverbleibende Buchse gesteckt und den Lautsprecher an die, wo wir es vorhin getestet haben. So, und damit funktioniert das Ganze auch. Alle Buchsen sind belegt, so wie es funktionieren soll. Und dann sollte man als nächstes das Modell umdrehen, das habe ich schon getan. Und wir werden jetzt die zwei LEDs hier für rechts und für links hier von in dem noch einbringen. Ich muss mal gucken, wie wir so einen Blödsinn hier mit den Kabeln machen. Idealerweise wäre es gewesen, man hätte das hier wahrscheinlich unten lang gelegt, aber das kann man ja noch nachträglich machen. So, ich muss mal gucken, wo wir hier sind. Da kommt die LED zum Vorschein. So, da muss ich mit der jetzt einmal hier unten durch, über den Getriebeblock. Und gucken, dass ich sie hier irgendwo wieder zu greifen bekomme. Was aber nicht so einfach ist. Jetzt mal so, wenn ich bloß hier unten unterm Ladeluftkühler vorbeigehe, ob das dann auch schon reicht. Ah, wunderbar, schön. So, und dann stecken wir die bloß hier vorne in die Scheinwerfer ein. Einmal. Wieso ist die da locker? Okay, das ist wahrscheinlich das Gewinde überdreht von dem Plastik. Kann passieren. So. Dann machen wir da noch einen Tropfen Klebstoff drauf, dass hier das hier so rumschleudert. Okay, so, das haben wir dann auch dran. Was sollen wir noch machen? Machen Sie den Entlüftungsschlauch ausfindig und stecken Sie ihn mit Hilfe einer Pinzette. Was ist denn für ein Entlüftungsschlauch? Wo soll denn das hin? Okay. Die haben da. Ah, jetzt sehe ich das. Das ist der eine, der hier oben noch drauf ist, der dicke. Der hier. Der muss jetzt noch hier auf diesen Schnuffi da drauf. Jetzt nicht so leicht, weil er so lang ist und die Teile hier so dicht beieinander stehen. Das fixe ich auch noch mit ein bisschen Klebstoff, dass das da fest ist.
So, dann haben wir das gemacht. Als nächstes kommt jetzt diese Antenne. Da soll man jetzt zwei von diesen Muttern drauf geben. Ah, jetzt sehe ich, dass hier ist ein Gewinde eingelassen. Lassen Sie auf jeder Seite einen halben Zentimeter Abstand. Okay. So, ungefähr. Okay, so, stecken Sie jetzt die Enden der Antenne oder des Antennenmasts in die Bohrung, die auf der Abbildung gezeigt werden. Das ist jetzt einmal hier an dem Scharnier oder zwischen dem Scharnier. Machen wir das mal hoch. Dann ist jetzt hier an diesem Blech nur ein einziges freies Loch und da soll das einmal durch. Und zur anderen Seite soll es natürlich hier durch, ne? Oder machen wir erstmal bloß die eine Mutti drauf, oder? Ne, geht ja gar nicht. Wie soll man das da festmachen? Man muss die irgendwie überspannen. Und das ist jetzt ein richtiger. Obwohl, ne, brauchen wir ja gar nicht. Wir machen das ganz anders. Ich mache jetzt mal die eine hier vorne runter. Gehe dann zuerst hier rein. Schraub die Mutti da wieder drauf. Achso, die geht ja auch nicht. Die muss ja hier drauf bleiben. Oh. Aber wahrscheinlich geht es genau so auch, dass erst die Mutti drauf muss. Bis kurz vor Ende geschraubt. So, dann gehen wir jetzt zuerst hier durch. Ja, jetzt. Oh, Seppel, hast dich wieder gut übertroffen hier. So, genau, den schieben wir da auf Anschlag. Dann machen wir hier die Mutti wieder zurück. So, einmal da, dann ist es da fest, dann macht man die Mutti auf der Seite bis Anschlag. So, und dann soll jetzt noch eine außen hier drauf. So, super. Ne? Okay, dann kommen jetzt, brauchen wir den Motorhaubendeckel. Ha! Jungs, heute gibt es richtig was zu tun hier. So, die klappen wir einmal auf Hochkant. Nehmen uns dann den Motorhaubendeckel zur Hand, stellen ihn jetzt hier einmal rein. Kann man hier so ein Stück zurücklehnen, da ist es, kann es nie umfallen. So, und dann brauchen wir jetzt die Schrauben SM. Wie viel sind denn das? Drei.
So, super, ne? Haben wir hier den Deckel fertig. Fällt auch sanft zu, so wie er soll. Und dann haben wir das Chaos für heute endlich hinter uns. Ja, Lieben, das war natürlich heute ein richtiger Kampf, aber die Hochzeit ist vollzogen, Auto ist eins und der Motorhaubendeckel ist zum einen ja, drauf, wie man das unschwer erkennen kann. Dann geht natürlich Licht und Ton, funktioniert. Halt, wo ist der Schalter? Da. Einmal Licht. Und die Hupe funktioniert natürlich auch. So, hinten ebenfalls Licht an. Da kommen dann später wahrscheinlich bloß noch rote Rückleuchten drüber. Dass das dann auch richtig rot leuchtet. Ne? So, also, hammergeile Sache. Hat natürlich lang gedauert, aber hat auch viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß beim Zusehen. Und ja, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst da gerne noch ein Abo auf dem Kanal da. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder, wenn es dann mit Ausgabe 71 weitergeht. Denn da werden wir den Motorhaubenhalter am Jeep befestigen. Also macht's bis dann gut. Ciao, ciao. Euer Sebastian von Def Mamalitz. Ade.